Tommy Betzler. Applaus, Applaus. Tommy ist ein Urgestein der elektronischen Szene und was einige von euch wissen, vielleicht auch nicht wissen, Tommy hat zum Beispiel auch sehr intensiv mit Klaus Schulze gearbeitet. Wir haben eigentlich zwei Klaus Schulze-Drummer hier, nämlich den Harald Großkopf, der auch mit ihm gearbeitet hat, und deine Person, irgendwie, du hast ja irgendwie auf der Stahlwerk-Sinfonie hauptsächlich mitgewirkt von Klaus und auch sonst mit ihm gespielt. Kannst du mal ein paar Stationen sagen, die du mit ihm... Das Music mit Thorsten Quaeschning ist mehr als guter Freund zu uns, der Thorsten. Und Quaeschning hat TMA, der Thorsten Abel und jetzt mein momentanes Projekt ist halt mit meinen ganzen Kumpels zusammen. Ich habe einen ganz lieben alten Freund, der heißt Semi David. Das war ein Gitarrist, den ich schon über 40 Jahre kenne. Und mit der Michael Brückner, das ist ja auch sicher ein Name, mein mehr oder weniger Nachbar in Mainz. Wir machen unheimlich viel zusammen. Und der Michael ist halt ein unheimlich kreativer Mensch. Und wann immer irgendwas passiert, kommt dann gleich die Mail, Trommel war was drauf und schon geht es halt weiter. Und so geht das. Gott sei Dank geht das jetzt schon in das 10., 12. Jahr, aber insgesamt mache ich erst wieder, ich habe dir gerade die Woche ein Foto geschickt, wir haben uns das erstmal gesehen in Bochum, genau. Wo Picture Palace Music da haben wir uns das erstmal gesehen, das ist 10 Jahre her oder 12 Jahre. Das ist schon länger her, das ist irgendwie 12 oder 13 Jahre, glaube ich, irgendwie. Das war, wo Klaus den Sonderpreis gekriegt hat, ne, für sein Leben. 2010, ja, also 13 Jahre schon, 13 Jahre. Aber wie gesagt, da wir heute irgendwie, erstmal ist es ja auch schon so, dass du ja auch einer der wenigen bist, irgendwie, der konstant gearbeitet hat, irgendwie auf der einen Seite mit Legenden wie Klaus als Drummer und dann irgendwie heute mit jüngeren, in Anführungsstrichen, Musikern wie Sequential Legenda, die ja von Klaus sehr beeinflusst sind. Was kannst du denen mitgeben oder beziehungsweise wo würdest du sagen, ist der Hauptunterschied zwischen der Arbeit damals und heute? Also damals war alles, wir haben es gerade eben gehabt, damals war alles doch sehr viel. Wer hat's denn gesagt? Strömer hat es auch gesagt. Früher haben wir das einfach gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Wir sind ins Studio und haben es einfach gemacht. Und heute fangen wir, wenn wir ins Studio gehen, fangen wir an zu denken. Ja? Und also früher haben wir das einfach rausgespudelt und heute musst du erst mal denken, überlegen, was machst du heute? Weil es gab ja schon alles. Es ist im Prinzip ja alles. Ich habe vorhin gerade gesagt, was bin ich so froh, dass ich das alles im Original schon gesehen habe. Dass ich 10, 15 Konzerte Ultra Fox gemacht und so, dass ich die ganzen Knaben kenne von früher. Wir hatten gerade gestern den Spruch, ich gehöre zu der Generation, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich mehrmals den Zappa live auf der Bühne gesehen habe. Das sind so Sachen, die ich einfach mit früher verbinde. Es war einfach viel lockerer. Heute ist das doch sehr anstrengend einfach. Musik zu machen heute ist, am Rechner zu sitzen zu Hause. Das war die schönste Zeit meines Lebens, muss ich ja immer dazu sagen. Wir haben 8-mal die Woche geprobt. Wir haben uns alle 3 Tage getroffen und dann waren alle Mann im Studio, im Proberaum, 6, 8 Stunden und dann sind Dinge entstanden, wie eben P'Cock, ja, mein Herzblut. Da kommen wir gleich dazu sprechen. Und das fehlt heute einfach. Wenn ich mit meinem Freund Laurent Schieber, der macht Musik, der sitzt in Frankreich, bei Straßburg, und er sagt, Tommy, ich habe einen neuen Titel, ich schicke dir den. Und da schickt er mir eine E-Mail, schickt er mir den neuen Titel, ich höre mir das dann an, gehe zu meinem Freund um die Ecke ins Studio, trommel was drauf, schick's zurück und dann kommt wieder die Antwort, Tommy, das war schon so ganz, wollen wir das so und so machen? Ja, das also hat sich alles total verändert. Ja. Macht aber im Prinzip genauso viel Spaß, weil wenn du Leute hast wie den Brückner oder wenn du einfach Leute hast wie den Laurent oder so, wenn du einfach mit so Leuten zusammenarbeiten kannst, dann ist die Welt wieder in Ordnung, glaube ich. Ja. Und bei mir kommt natürlich erschwerend hinzu, dass ich das ja alles schon mehrfach überlebt habe. Ich habe seit über 30 Jahren Multiple Sklerose, ich müsste eigentlich schon längst im Rollstuhl sitzen und tue es einfach nicht, weil ich positiv denke, keine Medikamente nehme, kein Fleisch esse natürlich und deshalb geht es mir auch so gut und deshalb kann das ruhig auch so weitergehen noch ein bisschen. Ne? Ja. Das ist eine super Einstellung. Vielen Dank. Aber nochmal irgendwie auf die Vergangenheit zu sprechen zu kommen, ausnahmsweise mal, das hat ja auch damit zu tun, dass jetzt irgendwie, jetzt kommen wir endlich zu der CD, dass deine alte Band P'Cock, dass die Sachen irgendwie jetzt wieder veröffentlicht sind. Ich muss gestehen, als das damals irgendwie in den 80er Jahren rausgekommen ist, ist das wirklich auch an mir vorbeigegangen. Ich habe das irgendwie damals nicht wahrgenommen, wie einige Sachen, die auf dem IC-Label veröffentlicht worden sind, weil das war ja auch eine ganze Menge und das waren ja auch nicht nur Sachen, die wie Schulze klangen, sondern auch irgendwie sehr viel Sachen, die experimenteller waren, auch wo... Und so Geschichten, ja. Kannst du was zu der Philosophie von IC sagen? Wie war Klaus damals drauf? Wie hat er den Künstler ausgesucht und wie kam dieses Projekt zustande? Pass auf, also das war eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe einen Verleger gehabt in Bad Kreuznach und dessen Bruder war, bei dem habe ich gearbeitet, hat eine Konzertagentur in Wiesbaden gehabt. Und der Verleger, der Michael, hat Kontakte gehabt. Da habe ich gesagt, Michael, wir sind gerade am Demo machen, nimm mal das Demo, verschick sie mal, vielleicht findest du ja irgendjemand. Ich beiß mir die Zähne aus, ich finde keine Plattenfirma. Gut, das ging ein halbes, dreiviertel Jahr. Und da sagt er auf einmal, du, da hat einen Klaus Schulze angerufen, habe ich gesagt, wunderbar, ich habe gerade mit einem Bruder Rainer in Mainz in der Rheingoldtal Klaus Schulze gehört. Großartig, sage ich, wunderbar, sofort, halt den Kontakt. Und dann kam der Kontakt eben telefonisch und dann hieß es, Tommy, ja, hier, komm. Da habe ich gesagt, wir machen bei uns in Darmstadt, gibt es eine Krone oder so ein Jugendzentrum, machen wir ein extra ein Konzert für den Klaus. Und da haben wir uns abends getroffen und da war wunderbar und es hat ihm total gefallen, natürlich sofort. Und hat gesagt, wir machen sofort einen Deal und kommt ins Studio. Und da sind wir nach Frankfurt zum Eberhard Pahner, zu dem Gottvater der elektronischen Musik. Und so fing das alles an. Und die erste ist dann gemacht worden und die lief nicht so besonders. Und dann sind wir nach Winsen die zweite machen. Und da habe ich dann intensiv den Klaus halt auch kennengelernt. Klaus als Schlagzeuger. Wir sind abends gern mal was essen gegangen oder mal einen Shoppen trinken. Damals haben wir wirklich getrunken, wir haben gesoffen. Und so hat sich dann entwickelt. Hat er gesagt, trommel mal bei mir ein bisschen. Und dann habe ich für den Klaus einige Sachen getrommelt, haben wir uns nachts im Studio getroffen. Und da muss man sich erst daran gewöhnen, dass der Klaus ein totaler Nachtmensch war. Um 11:30 kam er abends und dann hat er gesagt, komm Alter, jetzt machen wir mal. Das ging dann bis morgen um 5, 6 und so fing das alles an. Und was ich dazu sagen muss, ist einfach das Herzblut. Ich hänge an diesen beiden Platten vom ersten Moment an und ich wollte es unbedingt, muss dazu sagen, und nie einen Pfennig gesehen davon. Nie. Ja? Auf der ganzen Welt sind diese CDs, diese Platten zu kaufen, zu gehabt. Ich habe einen Freund in Hongkong, der sagt, Tommy, schickt mir ein Foto und sagt, Tommy, ich habe die erste P'Cock. Endlich habe ich sie. Und dann sage ich, wo hast du die her? Sagt er, in Korea, bei YouTube, Korea ersteigert. In Korea hat er sie ersteigert. Und da denke ich, das gibt es doch überhaupt nicht. Ja. Und jetzt ist halt Folgendes passiert, dass mein Keyboarder, auf dieser, der Mastermind auf dieser Platte gestorben ist letztes Jahr. Und habe ich gesagt, und jetzt ist Schluss, jetzt will ich sie endlich veröffentlichen, die zwei. Ja? Das war ein unfassbares Gerangel mit den Rechten, mit meinem Verleger und hin und her, mit Anwalt und Kram. Und jetzt habe ich alle Rechte dieser Platten, habe ich gesagt, jetzt machen wir es raus. Und dann hat MIG, die haben gesagt, Tommy, wir wollen das unbedingt machen. Habe ich gesagt, jetzt machen wir es. Jetzt habe ich alle Rechte und jetzt wird es gemacht. Und so ist das entstanden. Und wir sind wirklich dankbar, dass es, also ich bin total, meine Anke, total dankbar, dass es endlich wieder was wird. Halt doch mal die CD hoch, damit das jeder auch sehen kann. Und das Tolle daran ist, 40 Jahre alt und wer es noch nicht gehört hat, für den ist das völlig neue Musik. Das klingt neu. Wir waren unserer Zeit voraus und Eberhard Pahner war ein großartiger Tonmensch, den es immer noch gibt. Das Ding klingt auch ganz modern. Wir haben es natürlich, in Wien ist es ein bisschen neu gemastert worden und neu gemacht worden, hin und her und her. Also es läuft total und ich kriege halt so andere, ich habe jetzt gestern Abend ein Interview gemacht mit Chile, total verrückt. Tommy, kommt eine Mail, Tommy, das ist schön, dass es so lange gedauert hat, dass du wieder da bist. 40 Jahre, ja. Und dann in Neuseeland einer sagt, Tommy, ich brauche I need fucking hell more CDs. Und dann habe ich gesagt, I sent you one, how many do you want? Wie viel brauchst du denn? Dann sagt er, 500. Das heißt, das darf überhaupt nicht wahr sein. Und so läuft das, Gott sei Dank, ja? Weil es ist eine absolut neue Musik. Ja. Es werden ja auch viele Leute hören, die damals, als irgendwie das Ding aufgenommen worden ist, ja noch gar nicht geboren sind. Ne? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl, ja. Aber, ich kann dir gar nicht sagen, was das für Herzblut bedeutet. Also das bedeutet für mich alles, weil das ist wirklich, wir waren ein Kopf und ein Arsch, halt einfach wirklich eine Band. Ja. Und da ist es entstanden und dann halt eben so Leute kennenzulernen wie den Eberhard und ganz entscheidend halt Klaus. Halt. Und das, dadurch, dass die Zeit in Studio in Winsen, wir hatten das Problem der zweiten Platte war, dass wir parallel im Studio waren mit Ideal. Und Ideal hat die Jungs, die Mädels haben tagsüber gearbeitet und wir sind nachts ins Studio. Und wir haben dann die Betten getauscht nachts aber. Und das Dumme an der zweiten war, dass es parallel zu unserer zweiten Platte, die auch wirklich sehr, sehr gut geworden ist, kam Ideal auf den Markt. Und von dem Moment war alles Ideal. Weil Ideal ging ja ab wie ein Zäpfchen und da sind wir einfach hinten runtergefallen. Und das war mein Problem, was ich damals hatte. Wir sind beste Freunde Ideal, Annette und was weiß ich alles, wir haben uns oft getroffen danach. Aber es ist einfach, wir sind untergegangen durch diesen Wahnsinnserfolg von Ideal und das war halt unser Schicksal damals. Und deshalb umso mehr bin ich froh, dass das einfach jetzt so läuft. Ja. Genau, jetzt kann man es natürlich nachholen. Das klingt teilweise auch irgendwie neuer als Ideal heute klingen. Also von daher irgendwie herzlichen Glückwunsch, dass es geklappt hat. Und es war mir eine Herzensangelegenheit, dich dazu zu interviewen. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören.